Jede dritte Frau in Deutschland wird in ihrem Leben Opfer physischer oder sexualisierter Gewalt. Bei jeder vierten Frau ist der Täter der aktuelle Partner oder ein früherer Partner. Auf das Jahr gerechnet wird in Deutschland fast täglich eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Das zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Statistisch gesehen wird alle 45 Minuten eine Frau Opfer von gefährlicher Körperverletzung durch Partnerschaftsgewalt. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer noch wesentlich höher liegt. Im Landkreis Waldeck-Frankenberg wurden 2021 219 Fälle gemeldet und damit 56 Fälle mehr als 2020. Auch hier ist von einer höheren Dunkelziffer auszugehen. Ich darf erstmal alle herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie unser Projekt unterstützen wollen, heute auch ein klares Signal geben wollen nach außen hin, dass der Landkreis und seine vielen Kooperationspartner hinter dem Projekt Eulenstich stehen. Und die Botschaft ist so aktuell wie nie zuvor, kann man das so deutlich sagen. Ich glaube, wenn man die Bilder im Iran sieht und wie mit Frauenrechten umgegangen wird, was das in der Gesellschaft macht, das ist schon sehr bedrückend. Und irgendwie muss sich die Schweizer Mehrheit auch zu Wort melden und muss deutlich machen, dass es dann doch nicht verhandelbare Grundrechte gibt. Und über das Verständnis hinaus, dass Kulturkreise sich unterschiedlich organisieren mögen, muss es Grundregeln hier geben, die für alle gelten. Und das kann nicht sein, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechtes einer Situation ausgesetzt werden, die wir uns hier nicht so vorstellen mögen. Wenn der Staat schon mal so agiert, ist das schon dramatisch genug. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, Gewalt gegen Frauen gehört auch durchaus auch bei uns zu einem Alltag, dem wir uns stellen wollen. Und so wichtig ist, dass wir nicht nur auf den Iran zeigen, sondern wir müssen auch sehr aufmerksam nach innen schauen und Verantwortung übernehmen, was die Situation hier bei uns in der Gesellschaft auch anbelangt. Wir haben das Gefühl, es ist weniger geworden und wir sind nicht mehr so stark betroffen. Naja, wer hinter die Kulissen schaut, weiß auch da, Situationen wahrzunehmen, die wir so nicht tolerieren wollen. Deshalb heute ein kräftiges Signal auch nach außen hin, dass wir da nicht schweigen wollen, sondern auch deutlich positionieren, dass Gewalt im Allgemeinen, aber Gewalt im Besonderen auch gegenüber Frauen, den Schwachen in der Gesellschaft, nicht geht. Und ganz sicher nicht geht, dass wir auch international da schweigen. Vielleicht können wir das heute auch nochmal unter dem Motto stellen, Solidarität mit den Frauen und der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft im Iran. Das sind sehr bedrückende Bilder, die wir da so wahrnehmen. Ja, und jetzt schlage ich vor, dass wir das irgendwie geordnet jetzt auch bannen. Und jetzt schaue ich mal Richtung der Regie, wie wir uns aufstellen wollen. Wir haben als Symbol die Bank. Kein Platz für Gewalt, deswegen sitzt da jetzt auch keiner. Aber wir haben viele orangene Farben, Luftballons und Tücher. Die wollen wir jetzt auch gern geordnet ins Bild drücken. Ich nutze aber schon mal die Gelegenheit, allen Partnern Danke zu sagen. Ich schaue jetzt mal exemplarisch Richtung der Polizei, für uns wichtige Kooperationspartner. Die Verwaltung ist stark präsent. Der runde Tisch ist da. Die Bewährungshilfe sehe ich. Der Weiße Ring ist da und viele andere mehr, die das Projekt somit unterstützen. Vielen Dank nochmal dafür. Dann haben wir, glaube ich, heute auch ein klares, kräftiges Signal gegeben. Bin ich noch größer. Ja, jetzt müssen wir nur auf die Reihenfolge durch festlegen.